Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. Ich habe letzte Folge einen kleinen Bug gehabt und wir haben bevor der Bug entstanden ist, den Zug verlängert von der Strecke Sobrock Hills. Und den werde ich jetzt hier losschicken. Nur hat er gerade irgendwie keine freien Wege, weil hier irgendwie ein Zug unterwegs ist. Ja, das können wir ganz leicht ändern. Da kann er eh hier halten. Da kann er doch losfahren hier. Ich habe gerade noch auf Pause. Das könnte ich ja auch machen im Endeffekt. Aber wenn er hier der Orange eine Linie da. Oh ja, die andere Linie, die ist so dämlich. Ja, die hier. Lass mal hier Farbe ändern. Zack, 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 hier. Mach die mal gelb. Kann man die besser voneinander abhalten. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Das wollte ich nicht. Zack, zack. So wollte ich machen. Genau. Dann ziehen wir nämlich jetzt hier noch. Kann man das machen? Nee, kann man nicht. Wir stellen jetzt hier auf 1. Der ist auch nicht mehr drin. Da ist er. Gucken wir uns den mal an. Nee, rein hier. Gucken wir uns mal an hier. Sind jetzt noch die alten Wagen vorne dran? Und die neuen müssten jetzt auch orange sein. Oder ist es ein anderes Orange? Ist ein anderes Orange, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Ist auf jeden Fall schön. Oder? So. Sehr gut. Der macht jetzt hier Gleiswechsel. Schön lang, da passen jetzt hier 92 Leute rein. Ja, und diesen Zug, den tun wir jetzt drehen. Der fährt jetzt in den Bahnhof ein. Zack. Hier bauen sie gerade. Was macht der denn jetzt? Hä? Warum fährt er jetzt auf die gelbe Linie? Da habe ich auf die Orangen zugewiesen. Also bin ich mal gespannt, ob der hier alle mitnimmt, der auf der Linie sind. Da müssen jetzt die Leute 65 warten auf der Linie. Bin ich mal gespannt, ob der auch die alle mitnimmt. Bin ich sehr gespannt. Ja, nimm doch. Das gibt ordentlich Cash. Und das war mein Plan. Weil in Transport Fever werden die Passagiere nicht mehr despawnen. Die despawnen hier einfach nicht. Und ich verstehe aber nicht, warum der hier reinfährt. Nicht dahin fährt. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe jetzt auch mega viel in der Perspektive. Ich kann auch die nehmen. Ja, guck mal, der andere Zug ist immer noch nicht da. Ich will es bloß noch mal kurz sagen. Da ist er. Da vorne sehe ich ihn. Das Qualm.
Da ist der Grüne. So, der fährt jetzt auch auf das andere Gleis jetzt hier. Weil ich hier noch nicht doppelt ausgebaut habe. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Werden wir machen, wenn der wieder zurückfährt. Ja, ich habe ja schon erzählt, bei mir ist gerade sehr warm draußen. Und ich habe meine Modelle, also meine Klimamodelle, geupdatet. Und ich muss sagen, die pendeln gerade sehr rasch zwischen milder Winter und richtig frostiger Winter. Es kann wirklich passieren, dass wir Mitte Dezember so um die minus 20 Grad bekommen. Es kann aber gut sein, dass das so plus 10 keine Seltenheit sind. Guck mal, es geht bergauf und der verliert nur ganz wenig Geschwindigkeit. Ich wollte gerade sagen keine, aber dann ist es doch etwas runtergegangen. Da wir jetzt aber wieder auf gerade Strecke sind, würde der wahrscheinlich, na, es sind jetzt noch ein paar Waggons, die hochzufahren. Es müsste eigentlich wieder an Fahrt gewinnen, genau. Ja, wo war ich stehen verblieben? Und zwar ist in den Wettermodellen das so, dass es ja immer die Tief- und Hochdruckgebiete im Fortlaufen sozusagen modelliert und darstellt. Und da gibt es so ein paar Zukunftsmodelle. Nein, so heißt es nicht. Aber zukünftige Geschehnisse, wie die sozusagen wandern, wenn das Tief jetzt, wenn jetzt zum Beispiel über Russland ein Hoch ist und über der Nordsee ein Tief, da scheffelt das sozusagen die skandinavische Luft nach uns runter, also nach Deutschland. Mhm. Und wenn das so immer mal wieder passiert, kann das sein, dass der Winter bei uns festsitzt. Weil der Polarwirbel, so nennt sich das Ding. Polarwirbel ist nämlich gerade sehr warm auf der einen Seite und sehr kalt auf der anderen. Und das gab es seit Jahren nicht mehr, seit Jahrzehnten. Sozusagen ist auf der Arktis, auf der Grönlandseite, ist es übelst warm. Also 20 Grad wärmer als das Mittel und noch mehr. Und auf der anderen Seite in Russland, Sibirien, da ist es hier bald minus 30 Grad. Also über minus 30 sogar. Sind das die Tageshöchsttemperaturen tun so knapp wärmer werden als minus 20. Und in der Nacht werden so minus 30 bis minus 35. Ist schön krass, wenn man das solche Werte hört. Also sowas ist in Deutschland jetzt eher eine Seltenheit. Aber es ist trotzdem nicht unwahrscheinlich. Es ist nicht unwahrscheinlich. Liegt sozusagen so fast auf demselben Breitengrad. Und deswegen ist das nicht sehr unwahrscheinlich. So, jetzt fahren wir noch Suprock rein. 67 Passagiere waren es. Ich guck mal nach, ob die wirklich nicht. Es sind immer noch 67. Es sind immer noch 67. Und man sieht, die Städte, die entwickeln sich langsam weiter. Denn die Häuser werden schon etwas moderner und auch größer. Und erwartet auch allerhand. Ich gehe jetzt mal raus. Und wie viel wollen mit runter? 70 Leute wollen runter. Mal sehen, wie viel Plus der macht jetzt. Warte, machen wir ganz kurz Pause. Ich finde das super, dass ich das Pausentool gerade gefunden habe. Zack. So, eventuell so, ne, so, machen wir einen schönen Screenshot hier, einmal, tun wir es mal hier hinlegen, zack,
Screenshot. Und jetzt machen wir weiter. Und guck mal, wie viel das bringt. 359. Wir sind jetzt drin. Und da sitzen die sogar hier drin. Schaut euch das an. Schön. Wunderhübsch. So soll das sein. Gucken wir gleich mal auf unsere Linien. Warte mal, es ist besser hier zusammengefasst. Zack. Wir haben hier Typ Schiene, vier Linien. Der hier. Wo ist denn der gerade? Ja, der macht auf jeden Fall Plus. Ein Alfhausen Kattelhof, der macht gut Plus. Der hat auch zwei verschiedene Züge. Also zwei Züge hat er auf jeden Fall. Wir müssen ja bald auch mal etwas Ersatz bringen, also Fahrzeugersatz. Müssen aber aufpassen, nicht dass da unterschiedliche Züge fahren. Denn die unterschiedlichen Züge bringen auch einen anderen Takt rein. So sagen, stehen die sich irgendwann mal im Weg.